Mein Leben besteht wirklich aus Self-Care und Arbeiten, wenn du so willst. So gefällt mir das gut. Das Bild wird halt erzeugt, ne? Dass man den Personen sehr ähnlich sein kann. Ich habe mich gefühlt wie ein Versager. Das heißt, du hast dich bestraft, weil du nicht so sein konntest wie die Mädchen in den Videos. Ich habe gar nicht so einen großen Freundeskreis. Ne? Also ich habe eigentlich gar keinen Freundeskreis, wenn man so will. Unter dem Hashtag ThatGirl zeigen Frauen die vermeintlich beste Version von sich selbst. Rebecca feiert den That Girl Lifestyle total. Die steht morgens früh auf, plant ihren Tag minutiös durch und treibt natürlich jede Menge Sport. Aber der Trend kann auch extrem unter Druck setzen. Was ist denn jetzt so faszinierend an That Girl und wo geht's zu weit? Ich treffe Rebecca um 8 Uhr morgens an einem Sonntag. Sie filmt heute einen Tag als That Girl für YouTube und TikTok. Auf den Plattformen folgen ihr über 50.000 Leute. Rebecca ist aber nicht nur Influencerin, sondern hat auch einen Vollzeitjob als Community Managerin. Ich stehe unter der Woche eh immer so gegen 6 auf und deswegen ist es dann für mich ganz gut, weil ich eh nicht so dieses klassische Wochenende habe, weil ich ja durch Social Media, also ich habe einen Hauptberuf und durch Social Media bin ich ja eh 24/7 arbeiten, ich mache auch nie Feierabend und deswegen stehe ich sonntags auch früh auf. Ich habe schon ein bisschen gestartet, weil ich ja nicht vor 10 Minuten aufgestanden. Und da habe ich dann zum Beispiel mein Wasser und so getrunken und dann auch schon so Beauty-Shots gemacht für YouTube von meinen Tulpen mit dem Morgenlicht und so. Das heißt quasi, Content ist eigentlich wirklich so Teil deiner Morgenroutine auch ja, schon. Ja, voll. Voll. Ich merke jetzt schon, Rebeccas Morgen ist komplett durchgeplant. Okay. Was gehört immer dazu? Skincare und Journalen oder? Aufstehen, Zähne putzen, Glas Wasser, Haushalt machen ein bisschen, Journalen immer. Und Skincare auf jeden Fall und Content eigentlich auch immer. Okay, bei mir ist vielleicht so Kaffee und also Zähneputzen offensichtlich, aber jetzt nicht Haushalt oder irgendwie natürlich auch jetzt so. nicht Content oder so. Echt? Nicht? Ich würde, ich würde nicht früher aufstehen, um einen Haushalt zu machen, ehrlich gesagt. Also noch nie wirklich wurde ich damit konfrontiert, was andere so machen, aber vielleicht bin ich ein Extrem, ja. Und hier drin ist dann so meine Magic immer. Oh, das ist ja auch auf jeden Fall einiges. Ja. Und eigentlich trage ich jetzt auch immer meine Augenpads. Macht das auch was oder sagst du einfach, das ist wieder so eine Form von Self-Care? Doch, doch, das macht auch was. Also es spendet schon Feuchtigkeit und es ist eine Form von Self-Care. Also das ist einfach ein super angenehmes Gefühl. Ja. Und es ist, muss man auch dazu sagen, voll ehrlich, es ist auch für Content nice, weil es halt gut aussieht irgendwie so. Auch für Thumbnails oder für Videos an sich. Das gibt so ein Gefühl einfach, ja. Was zählt denn für dich in diese That Girl-Ästhetik mit rein? That Girl-Ästhetik ist für mich gar nicht dieses perfekte TikTok, weiße Vorhänge, weiße Couch kind of life. Für mich ist das eher so eine Nutzung der Sinne. That Rebecca Girl ist halt eine gesunde Person, eine vegan lebende Person, eine unverarbeitet essende Version, eine sportliche Version, die ihre Ziele fokussiert, die viel lacht, intensiv lebt, Momente sammelt, aber auch natürlich sehr strukturiert und sehr ehrgeizig ist irgendwo, weil es in meiner Natur liegt. Ja. Das ist meine That Girl-Version. Also hier im Real Life wirkt Rebecca auf mich mindestens genauso strukturiert wie auf TikTok. Es ist noch nicht mal 8.30 Uhr und sie hat schon ihr Glas Wasser getrunken, Skincare gemacht, den Haushalt geschmissen und auch noch Content produziert. Ich muss sagen, ich frühstücke zurzeit voll gerne flüssig, weil das schnell geht beim, wenn ich so nebenbei arbeite, dann trinke ich das. Naja. Und das sieht jetzt zum Beispiel auch immer, also ich finde, das sieht dann immer so ästhetisch aus. Und das wäre so ein Moment, siehst du, ich habe vergessen, dass ich heute mein Video drehe. So gefällt mir das gut. Und was ich dann immer voll gerne mag, ist, wenn man das so ein bisschen hört alles. Das heißt, ich weiß ja, dass der Mixer gleich rausgeklickt wird, dann nehme ich das immer auf und dann schneide ich das so schnell hintereinander. Weißt du, dieses ganze Eingeklicke, okay, ausgeklickt. Ja, lässt sich einfach nur hier rumlaufen. Bisschen heller geht noch. Ah ja, schöner. Also es ist schon alles super inszeniert, was du machst, oder? Nee. Also inszeniert wäre es ja, wenn es nicht stattfinden würde, wenn die Kamera aus wäre. Es ist nur, sagen wir, in Szene gesetzt. Es findet ja trotzdem statt. Und mir geht es eher darum, so ein bisschen das Leben zu romantisieren, also zu verstehen, hey, ich muss halt eben nicht in dieser wunderschönen Instagram-Wohnung sitzen, damit mein Leben auch schön ist.
siehst du das in deiner Verantwortung, dann zu sagen so, Leute, ihr müsst das checken, dass das romantisiert ist, oder? Ein bisschen schon. Also ich muss das nicht sagen, aber dadurch, dass meine Community mir schon sehr wichtig ist und ich weiß auch, dass viele junge Mädchen meinen Content gucken, ist mir das schon wichtig. Und deswegen sind in meinen Videos halt auch oft Disclaimer oder so eingebaut. Und eigentlich immer am Ende sage ich nochmal, hey, das ist eben okay, wenn du nicht immer That Girl bist. Also ich bin auch nicht immer so. Also bei Rebecca schaut das irgendwie total easy und ästhetisch aus, wenn sie sich ihren Smoothie da anrührt. Mir sind bei meiner Recherche aber auch Frauen begegnet, für die genau dieser Trend zu einer Riesenbelastung wurde. Eine davon ist Zeynep. Sie sagt, dass sie eher zufällig auf die That Girl-Videos gestoßen ist. Irgendwas hat in diesen Videos mir etwas gegeben, wo ich mir dachte, okay, wenn ich das und das mache, dann wird mein Leben auch besser sein. Aber kannst du das benennen, was das so war? Ich glaube, das war einfach zu sehen, wie glatt alles läuft. Also, dass es eine perfekte Reihenfolge hat, dass das so, es ist ja letztendlich auch perfekt geschnitten, es sieht schön aus, es ist ästhetisch. Und es wirkte auch mit den ganzen Aufgaben, die sie über den Tag meistern, so als hätten die halt ihr Leben im Griff. Hattest du damals das Gefühl, dass du dein Leben nicht so im Griff hast? Ja, definitiv. Als Krankenpflegerin muss Zeynep teilweise die ganze Nacht durcharbeiten. Die Routinen, die sie auf TikTok gesehen hat, wollte sie trotzdem genauso durchziehen. Dann habe ich meistens nur eine Stunde geschlafen und dann... Du hast nur eine Stunde geschlafen? Und dann ging es weiter. Womit ging es dann weiter? Mit dem Tag. Ich habe Sport gemacht, ich habe gekocht, ich habe gejournalt. Ich habe versucht, auch soziale Kontakte zu pflegen, weil das kam dann natürlich auch zu kurz. Ja, und dann habe ich abends dann wahrscheinlich dann nochmal Nachtdienst hinterhergehangen. Mit, wenn überhaupt, 2-3 Stunden Schlaf. Aber Spaß hattest du daran nie? Spaß hatte ich gar nicht, nein. Wie ging es dir in so einem Moment? Was ist da passiert? Ich habe mich gefühlt wie ein Versager, definitiv. Habe mich natürlich auch hinterfragt, ob das überhaupt was für mich ist. Aber nicht wie im Sinne von, ob die Routine für mich angemessen ist, sondern hab dann die Fehler bei mir gesucht. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich früher aufstehen, muss mich mehr ins Zeug setzen. Und das war schon so ein Teufelskreis auch letztendlich irgendwo. Ich habe dann positive Sachen aus meinem Leben gestrichen. Zum Beispiel, ich wusste, okay, ich treffe mich beispielsweise mit einer Freundin. Aber ich wusste, ja, ich war jetzt nicht beim Sport. Dann habe ich natürlich abgesagt. Ich glaube, an der Stelle würde ich wirklich ein Trigger-Warning aussprechen wollen. Es ging auch leider auch bezogen aufs Essen. Ich habe dann zum Beispiel auch dann gar nichts gegessen an einem Tag beispielsweise. Und wenn ich Hunger hatte, gab es da nichts. Das heißt, du hast dich bestraft, weil du nicht so sein konntest wie die Mädchen in den Videos. Und um das jetzt mal wirklich auf den Punkt zu bringen, ich glaube, letztendlich ja. Krass. Also ich finde es ehrlich gesagt schon echt heftig, wie sehr sich Zeynep mit diesem Trend fertig gemacht hat. Und darüber spreche ich jetzt mit der Psychologin Julia Tank. Die beschäftigt sich damit, was Social-Media-Trends eigentlich mit unserem Körperbild machen. Welches Bild vermittelt denn dieser That-Girl-Trend dann überhaupt an Frauen? Das Bild wird halt erzeugt, ne? Dass man den Personen sehr ähnlich sein kann, dass das irgendwie ganz einfach ist, das alles umzusetzen, diese einzelnen Schritte zu tun. Und daher fangen wir an, uns damit zu vergleichen. Wir fangen an, das, was wir sehen, zu verinnerlichen als persönlichen Standard. Also sowas wie, so muss das sein, nur dann bin ich erfolgreich, wenn ich das wirklich auch durchziehe. Und dann kann das zu einer Diskrepanz kommen und dadurch entsteht dann eben dieses Unzufriedenheitsgefühl und dieses Gefühl, irgendwie nicht gut genug zu sein. Kann man überhaupt so eine Routine einfach auf sein eigenes Leben übertragen? Also es ist so, dieser Trend oder das, was da vorgelebt wird, kann man sagen, ist gar nicht per se ungesund. Aber dieses Zusammenspiel und diese Suggestion, dass das alles eben hintereinander und dann eben auch jeden Tag durchgeführt werden sollte, da kommt es dann dazu, dass bei denjenigen, die sich das anschauen und die dann das versuchen nachzumachen, dass da vorprogrammiert ist eigentlich, dass die Person daran scheitern. Heftig. Ich bin gespannt, wie Zeynep es geschafft hat, da rauszukommen. Und ich will wissen, wie Rebecca damit umgeht, dass ihr teilweise echt junge Mädchen bei ihren krassen Routinen zuschauen. Jeden Morgen zum Sport ist für viele Menschen ein Extrem. Mir fällt es leicht, ich kann auch um 7 Uhr zum Yoga gehen. Aber nur weil es mir leicht fällt, heißt es ja nicht, dass das
nicht für jemanden auch Druck bedeuten kann. Hast du das Gefühl, du hast eine Vorbildfunktion? Schon, schon. Also vor allem, weil ich auch jüngere Zuschauer habe und da schon. Also habe ich schon das Gefühl, dass ich da ein bisschen Verantwortung trage. Ich befasse mich für Reporter übrigens immer wieder mit irgendwelchen Dingen, die auf Insta oder TikTok gehypt werden. Und wenn ihr eine Idee habt, wozu ich dann das nächste Mal recherchieren soll, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, lasst am besten ein Abo da und aktiviert doch die Glocke, weil dann gibt es direkt eine Push, wenn ein neues Video bei uns online geht. Verschwimmt da dann nicht auch manchmal die Grenze zwischen so Entspannung und Arbeit dann für dich? Ich mache das so gerne, alles. Also mein Leben besteht wirklich aus Self-Care und Arbeiten, wenn du so willst. Und halt natürlich Beziehungen, so Privatleben ein bisschen. Aber ich frage mich, wenn ich jetzt keine Self-Care machen würde, was mache ich denn in der Zeit? Bei mir ist es vielleicht dann eher so, dass ich voll viel mit Freunden oder so abhänge. So, anstatt dann mich mit mir selber sozusagen zu befassen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gar nicht so einen großen Freundeskreis. Ne? Also ich habe eigentlich gar keinen Freundeskreis, wenn man so will. Ich hatte halt einfach nie so gute Freundschaften und hatte dahingehend auch vielleicht ein bisschen Pech und so. Für dich ist das halt voll was Positives, mit Menschen Zeit verbringen, lachen, gute Zeit haben. Hatte ich nicht so oft und habe ich auch aktuell nicht so häufig. Und deswegen, was würde ich ja denn sonst machen, wenn ich nicht Selfcare machen würde? Dann würde ich irgendwie ja einfach nur so hinleben, weißt du? Und das wäre dann auch irgendwie kacke, weil Leben ist zum Leben da. So. Aber es gibt ja auch so einen Unterschied, finde ich, immer zwischen einsam sein und alleine sein. Mhm. Ich bin dann vielleicht nicht einsam, aber ich bin dann alleine, so. Meistens. Kontur. Kontur, okay. Rebecca sagt, sie ist mit der Zeit zu ihrer eigenen besten Freundin geworden und möchte das auch für ihre Community sein. Wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst oder es wirklich partout nicht klappt, dann hast du wahrscheinlich ein Selbstbild gewählt, was gar nicht zu dir passt, was vielleicht auch nicht so richtig machbar ist und in deinem Alltag nicht integrierbar ist. Meistens ist es wirklich, weil Leute ein Bild nacheifern, was irgendwie gar nicht in deren Leben passt, was sie auch gar nicht anstreben wollen, aber sie denken halt durch Social Media, sie müssen es. Bei Zeynep hat es trotzdem fast 2 Jahre gedauert, bevor sie sich von ihrem Idealbild eines That Girls lösen konnte. Im Nachhinein hätte vielleicht eine Therapie besser geholfen. Es war halt nicht auf mich zugeschnitten. Und das ist halt auch einer der Punkte, die ich immer vergessen habe. Es war nicht für mich. Wenn ich eine Routine habe, kann es sein, dass es für dich gar nicht passt. Und dafür muss man aber natürlich auch die eigenen Körpergefühle wahrnehmen. Und halt auch akzeptieren in dem Sinne und im besten Fall auch danach handeln. Ich fand es richtig spannend zu sehen, wie durchgetaktet Rebeccas Alltag eigentlich ist und wie viel Arbeit sie reinsteckt, um ihre Vorstellungen von That Girl zu realisieren. Gleichzeitig frage ich mich schon, wie viel Rebecca eigentlich noch in so einem Idealbild steckt. Und ich glaube, das ist bei diesem Selbstoptimierungstrend echt wichtig zu sagen. Man muss erstmal selber überlegen, was man eigentlich da rausziehen will. Deshalb kann ich auch verstehen, dass Zeynep so mit diesen That Girl-Videos gestruggelt hat. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Findet ihr That Girl total cool oder eher belastend? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. So, und wenn ihr jetzt sagt, nach diesem ganzen That Girl-Content habe ich überhaupt keinen Bock mehr an meinem Handy zu hängen, dann schaut doch mal bei Lisas Selbstversuch vorbei. Ich bin Junkie und das hier ist meine Droge. Zumindest fühlt sich das so an. Ich will rausfinden, wie ungesund mein Smartphone-Verhalten wirklich ist und werde dafür 3 Tage auf das Teil hier verzichten. Ich habe irgendwie so eine innerliche Anspannung. Ich habe so dieses Gefühl, was verpasst du gerade? Wie Lisa 3 Tage ohne ihr Handy klargekommen ist, das erfahrt ihr hier oben. Und hier unten ist ein Video von STRG F darüber, wie belastend es eigentlich sein kann, InfluencerIn zu sein.